Guten Morgen, Christian Borch. Schönen guten Morgen. Wie vereinbart, wollte ich mich mit dir einmal unterhalten über das Thema Geheimdienste. Für mich sind Geheimdienste ein Musterbeispiel für staatliche Geldverschwendung. Ich glaube, da wird ein ganzen Haufen teurer Fusch produziert und es werden überwiegend Gespenster gejagt. Eins dieser Gespenster bist vielleicht du, denn deine Person hat sicher in den letzten Jahren einige Arbeitsplätze beim Geheimdiensten geschaffen. Das halte ich für durchaus vorstellbar. Aber was nun die Frage teuer und was die Frage Fusch betrifft, das muss man ein bisschen differenziert sehen. Selbstverständlich kosten solche Nachrichtendienste durchaus Geld, aber wenn ich mir andere staatliche Geldverschwendung anschaue, dann sind sie noch vergleichsweise billig. Und was Fusch betrifft, muss man zuerst einmal berücksichtigen, Nachrichtendienste bekommen ungefähr 95% ihrer Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen, hauptsächlich aus Medien. Weitere ca. 3% ihrer Informationen bekommen sie durch sogenannte Amtshilfe von anderen Behörden oder Gerichten beispielsweise. Und lediglich ca. 2% der Informationen, die sie erlangen, werden durch echte nachrichtendienstliche Tätigkeit gesammelt. Das heißt also beispielsweise durch Telefonüberwachung oder durch Observation oder beispielsweise auch durch die berühmt-berüchtigten V-Männer. Wann hast du in deiner Karriere als politischer Aktivist das erste Mal Kontakt mit einem Geheimdienst gehabt? Und mit welchen? Kannst du dich daran erinnern? Ja, daran kann ich mich erinnern. Das war also recht früh. Das war, ich denke, entweder noch Ende 77 oder Anfang 78. Wie alt warst du da? Da war ich 21, knapp 22 Jahre. Okay. War allerdings erst seit 9 Monaten oder so politisch aktiv. Das erste halbe Jahr, wo ich politisch aktiv war bei der JN, bin ich ja nicht so sonderlich aufgefallen. Und dann später, als ich mich Grünen angeschlossen habe, bin ich natürlich ein bisschen mehr aufgefallen. Und deswegen hat man mich auch kontaktiert. Da rief mich dann mal jemand an und sagte, er sei an unserer Organisation interessiert als Sympathisant und wollte sich mit mir gerne treffen, um Einzelheiten in Erfahrung zu bringen. Ich habe mit ihm einen Termin vereinbart in einem Hamburger Innenstadtlokal. Und dann eröffnete er das Gespräch mit den Worten, bitte kriegen Sie keinen Schreck, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich bin, anders als ich Ihnen am Telefon gesagt habe, kein Interessent, sondern ich arbeite für das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz. Daraufhin habe ich ihm gesagt, ich bin nicht so furchtbar leicht zu schocken, aber ich wüsste nicht, was ich mit Ihnen in irgendeiner Weise zu tun hätte. Und dann fing er an, das Gespräch war von seiner Seite aus oder von Seiten seines Amtes durchaus intelligent gemacht. Dann sagt er, es ist so, ich will Ihnen nicht vorgaukeln, dass wir Ihre oder Kühnens Ansichten teilen, aber wir finden manches davon auch gar nicht so falsch und vor allen Dingen, wir sind eine Behörde, die dem Rechtsstaat verpflichtet ist. Das heißt also, wir sind im Grunde genommen mittig. Und wir sehen eines der Hauptprobleme weniger in radikal oder extremistisch rechten Strömungen, sondern mehr in radikalen linken Strömungen, weil die einfach stärker sind. Und es gibt in unserem Amt unterhalb der Schwelle der Amtsleitung, so im einfachen bis mittleren Dienst, eine Gruppe von Mitarbeitern, die Strategie verfolgen, wir möchten gerne die politische Rechte ein bisschen stärken, um eine Art Gegengewicht zur politischen Linken zu bilden. Hast du ihm das abgenommen, dass er... Ich habe ihm gar nichts abgenommen, logischerweise. Ich habe ihm allerdings dann höflichkeitshalber gesagt, das klingt also insofern natürlich logisch, in gewissem Sinne auch nachvollziehbar. Und jetzt sagen Sie mir doch bitte konkret, was Sie sich vorstellen, was Sie möchten. Und daraufhin sagt er mir Folgendes. Wir stellen uns eine finanzielle Förderung Ihrer Gruppe vor. Sie können sich vielleicht vorstellen, ein Amt wie unseres hat sozusagen schwarze Kassen, über die wir nicht konkret Rechenschaft ablegen müssen. Aus diesen Kassen würden wir dann bis zu einem gewissen Maß Ihre Gruppierung finanzieren. Das müsste aber, damit wir das unserer internen Revision gegenüber nachweisen können, eben nicht über diese Organisation laufen, sondern das müsste über eine Privatperson laufen, die dann also der guten Ordnung halber bei uns gewissermaßen als Zuträger quasi registriert ist, also sprich als V-Mann. Und das Geld, das für Ihre Gruppe bestimmt ist, würde dann also als V-Mann-Honorar fließen. Es wird also im Prinzip genau das vorgeschlagen, was die Linken ohnehin immer unterstellen. Im Prinzip das, was die Linken damals vielleicht noch nicht unterstellt haben, aber später, weil damals war das V-Mann-Wesen ja noch nicht so bekannt und so ausgeprägt. Im Grunde genommen lief der Vorschlag, zumindest nach außen hin, auf genau das hinaus. Und daraufhin habe ich ihm gesagt, das klingt alles sehr interessant. Aber Sie wissen vielleicht, wir sind eine hierarchisch-militärisch oder quasi-militärisch
strukturierte Organisation und ich kann solche Entscheidungen nicht selber treffen, sondern diese Entscheidung bedarf der Zustimmung meines vorgesetzten Parteiführers und das ist der Kühn. Daraufhin sagt er mir dann, ja, also die Politik unseres Amtes ist für den Fall, dass irgendwann mal vielleicht etwas in die Öffentlichkeit dringt, wir versuchen nie irgendwelche Vereinbarungen zu treffen oder Verpflichtungen einzugehen mit dem führenden Mann einer Gruppe, sondern allenfalls mit dem zweiten Mann, weil das sonst so aussehen würde, als würden wir diese Gruppen steuern, lenken oder sowas in der Richtung. Und deswegen wäre uns lieber, wenn Herr Kühn von dieser Angelegenheit gar nicht erfahren würde. Und Sie sind doch dann, so kam der übliche Schmonz, Sie sind doch ein intelligenter junger Mann und Sie können doch solche Entscheidungen sicherlich selber und selbstverantwortlich und so weiter und so fort. Da habe ich mir gesagt, nein, kann ich nicht. Da haben wir ganz klare Regularien, Befehl und Gehorsam. Ja, sagt er, wenn das also unvermeidbar ist, dann sprechen Sie mit Kühn darüber. Das hast du noch getan. Ich habe wenige Tage später, als ich ihn das nächste Mal getroffen habe, Michael Kühn von dieser Angelegenheit Meldung gemacht und Michael sagte, das trifft sich ausgezeichnet, weil es gibt zurzeit einen zweiten gemeldeten Kontaktversuch, der ihm natürlich auch bekannt geworden ist, gerade wegen der besagten Struktur. Wir waren da very old school. Und Michael sagte, wir werden jetzt mit denen einfach ein kleines Doppelspiel spielen. Du hältst deinen Kontaktmann hin, solange du kannst. Und unser anderer Mann verpflichtet sich pro forma ihm gegenüber. Und bis das Ganze irgendwann mal auffliegt, kassieren wir. Gut, sagte ich. Was soll ich ihm sagen? Sagte Michael, entscheide das nach eigenem Belieben, aber geh keine Verpflichtung an. So, bei dem nächsten Treffen, das wir dann vereinbarten, der Mann vom Amt und ich, habe ich ihm dann also gesagt, ja, Herr Kühn hat grundsätzlich Interesse daran, aber wir haben ein, ich möchte sagen, ethisches Problem, von einer staatlichen Institution Geld anzunehmen. Das möchten wir nicht so gerne. Wir haben stattdessen eine andere Vorstellung. Da sagte er, was haben Sie denn für eine Vorstellung? Sagte ich. Es geht Ihnen ja im Wesentlichen darum, dass Sie unseren politischen Flügel gegen den entgegengesetzten Flügel quasi stärken möchten. Und das könnten Sie durchaus auch ohne finanzielle Leistung tun, nämlich mit Informationen. Da fiel ihm die Kinnlade so ungefähr einen halben Meter runter, stammelte erstmal rum und sagte, es ist die Politik meines Amtes, Informationen zu sammeln und nicht Informationen rauszugeben. Sagte ich, was die Politik Ihres Amtes ist, interessiert uns herzlich wenig. Hast du auch konkret gesagt, an was für Informationen du da denkst? Das habe ich ihm dann gesagt. Ich habe ihm gesagt, wir haben unsere eigene Politik und da Sie etwas von uns wollen, läuft das Spiel entweder nach unseren Regeln oder es läuft gar nicht. Das sind die Vorgaben, die mein vorgesetzter politischer Offizier mir gemacht hat, die ich selber übrigens aus eigener Überzeugung für richtig halte und an die ich mich halten werde. Ja, sagt er, an was für Informationen haben Sie denn gedacht? Und davon sagte ich, Sie sammeln ja auch Informationen über die Gegenseite. Und wir sind an strukturellen Fragen interessiert. Wer mit wem? Namen, Daten, Fakten, Zahlen. Versucht dann noch so eine Ausrede. Ja, da bestünde für Sie ja doch die Gefahr, dass wir Sie mit Spielmaterial versorgen. Ich sagte, wissen Sie, es gibt zwei verschiedene Dinge, die man berücksichtigen muss. Die eine Sache ist, wenn ich Informationen selber sammle, habe ich einen ganz gewaltigen Aufwand. Einen geradezu unvertretbaren Aufwand, den wir personell zurzeit nicht leisten können, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Sie haben ja eine Vorstellung davon, wie wenige wir sind und wie relativ wenig qualifiziertes Führungspersonal wir haben. Wenn ich aber sätzeweise Informationen habe, also sätzeweise im Sinne von Datensätzen, dann kann ich stichprobenhaft die Nachrichtenehrlichkeit überprüfen. Und da fiel ihm dann schon wieder die Kinnlade runter, weil das nämlich zufälligerweise genau die Sprache seines Amtes war. Und weil er sich wunderte, woher weiß dieser blöde Jungspund denn, wie unser Amt funktioniert? Das war ganz einfach. Ich habe Jean Le Carré gelesen und Jean Le Carré hat davon mehr verstanden als alle bundesdeutschen Verfassungsschützer zusammen, weil der hat für den britischen Nachrichtendienst gearbeitet, für den berühmt-berüchtigten Circus und die waren und sind wirklich gut im Gegensatz zu unseren hiesigen Nachrichtendiensten. Er hat tatsächlich gedacht, du interessierst dich für Informationen über die politisch linke Szene? Also selbstverständlich haben wir uns dafür interessiert. Was will man mit diesen Informationen? Es geht im Wesentlichen, also auf der primitiven, oberflächlichen Ebene ist es natürlich so, wir waren damals jung und militant und wir waren dann gegebenenfalls Zielpersonen von Übergriffen, Überfällen, Sachbeschädigungen und dergleichen. Das war also tatsächlich so ein Räuber- oder wie sagt man, Cowboy- und Indianerspiel. Ja, die Linken sind die Bösen und
Das wäre ich jetzt tatsächlich gegen diese... Ich habe es anders ausgedrückt. Ich habe es flapsig ausgedrückt mit: schlägst du meine Rocker, schlage ich deine Rocker. Das ist nun mal so in geschlossenen und mindestens potenziell militanten Strukturen so, keine Frage. Es ging uns aber natürlich um noch etwas anderes, wobei man ja bitte nicht vernachlässigen darf, Michael Kühnen selber kannte sich mit der politischen Linken eigentlich sehr gut aus, weil er ja ein halbes Jahr lang in einer maoistischen Vorfeldorganisation gewesen war in jungen Jahren, also ihm war schon bewusst, wie das da funktioniert. Er hatte auch eine starke Affinität zu diesen Kreisen, er hatte durchaus auch ein gewisses Maß an Sympathie für sie und hatte eben die Vorstellung, dass man mit ihnen, wenn nicht zu einer Zusammenarbeit, dann doch zumindest zu einer Art politischen Waffenstillstand kommen könnte. Was natürlich illusorisch war, wenn man sich überlegt, wie mental verhärtet die militante Linke ist. Aber er hat es halt versucht und naja, der Versuch war zumindest ehrenhaft. Und bei all solchen Sachen spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, was für Material ich in der Hand habe. Wenn ich mit jemandem einen Waffenstillstand schließen möchte und ich stehe da mit leeren Händen und habe keine Macht hinter mir, dann lacht er mich aus. Dann sagt er mir: du bist ein Opfer. Mit dir zu reden ist Zeitverschwendung. Wenn ich aber sage: pass mal auf, hier ist eine Diskette, ich meine, so weit war man damals nicht, man hätte ihm damals eine Papierakte gegeben. Hier ist eine Akte und da stehen ein paar Dinge über deine Freunde und dich drin, die wir wissen. Das ist dann eine ganz andere Situation, weil dann spürt er ein reales Maß an Macht. Dann stellt er sich die Frage, woher hat der Arschkühnen oder der Arschworch das? Und dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder der Arschkühnen und der Arschworch damals hätten es selber ermitteln können, beispielsweise durch ehemalige Waffen-SS-Leute oder sonstige, die damals noch lebten, von denen heute ja so gut wie alle weggestorben sind. Oder sie haben Verbindung zum Amt und kriegen vom Amt Informationen. Und das war natürlich eine brandgefährliche Sache und von daher kann ich also meinen Gesprächspartner vom Hamburger Landesamt verstehen, dass dem erst also einmal alles aus dem Gesicht gefallen ist. Um ehrlich zu sein, wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, hätte ich auch so einen leichten Schockeffekt gehabt. Wahrscheinlich wäre ich zu meinem Vorgesetzten gegangen und hätte gesagt: diese Leute sind gefährlich. Die sind nicht so blöde, wie wir bisher gedacht haben. Die denken so weit wie wir und manchmal sogar weiter. Ah, er hat mir dann also jedenfalls gesagt: ja, jetzt bin ich in der Situation, wir sind ja auch bis zu einem gewissen Maße hierarchisch strukturiert als Amt, das werden Sie bestimmt verstehen. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich meinerseits die Entscheidung nicht selber treffen kann, sondern da muss ich dann also bei meinen Vorgesetzten nachfragen. Habe ich gesagt: gut, tun Sie das, war ja ganz in meinem Sinne. Mein Auftrag war Zeit schinden. Hinhalten. Wir haben uns dann noch ein drittes Mal getroffen und bei dieser dritten Gelegenheit, das war dann auch der letzte Kontakt, bei dieser dritten Gelegenheit hat er dann gesagt: nein, also das Amt ist grundsätzlich nicht bereit, Informationen rauszugeben. Sie bleiben weiterhin bei der ersten geäußerten Vorstellung oder dem Vorschlag, uns eben über quasi einen Strohmann oder wie wir das nennen wollen, teilzufinanzieren. Müssten dafür dann aber, egal für wie relevant oder irrelevant wir das halten, Informationen über unsere Strukturen haben, um eine Art, keine Rechnung ohne Leistung, logischerweise. Und daraufhin habe ich wiederum gesagt, das müsste ich noch einmal mit Kühnen besprechen, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, seine erste Reaktion wird wahrscheinlich auch seine letzte Reaktion sein, da kann ich Ihnen keine Hoffnung machen. Ich werde nur aus bürgerlicher Höflichkeit, wenn Sie möchten, nochmal nachfragen. Und damit endete dann unser Kontakt. In der Zwischenzeit war Folgendes passiert: unser anderer Mann, der nicht direkt zuzuordnen war unseren Kreisen, also nach außen hin, der hat ein halbes Jahr lang pro Monat 500 D-Mark vom Amt kassiert, die natürlich in Flugblätter und sonstige Werbematerialien gesteckt wurden. Und darüber hinaus hat er sich vom Amt eine mechanische Schreibmaschine geben lassen, um seine Berichte nicht von Hand schreiben zu müssen. Und diese mechanische Schreibmaschine ist nicht nur für Berichte, die Kühn ihm diktiert hat, verwendet worden, sondern sie ist insbesondere verwendet worden, um illegale Untergrundzeitschriften herzustellen. Damals war das ja alles noch ganz primitiv, man hatte ja keine Computer oder sonst was. Und es bestand eben immer die Gefahr, dass man Schreibmaschinentypen genauso identifiziert wie Fingerabdrücke. Und dann, nach ungefähr einem halben Jahr, hat das Amt eben begriffen, dass da so eine Art Doppelspiel gespielt worden ist. Und dann haben sie bei dem Mann Ausdruck gemacht, haben die Schreibmaschine mitgenommen und haben gesagt: wir lassen uns jetzt nicht länger verarschen. Dass ihr das ein halbes Jahr gemacht habt, das ist uns schon peinlich genug, aber jetzt ist Schluss damit. Das war also meine einzige direkte Verbindung mit dem Amt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das interessant, ich fand das lehrreich, ich fand das auch durchaus belustigend. Und wir waren auch tatsächlich so weit, dass wir damit umgehen konnten, dass wir uns da nicht irgendwie ein bisschen haben in die Falle locken lassen.
Aber wenn ich mir überlege, andere, die da vielleicht ein klein bisschen bläugiger rangegangen sind, die vielleicht ein klein wenig, sagen wir, abgebrühter, kaltschnäuziger gewesen sind als wir, die können natürlich sehr leicht in die Situation kommen, dass sie dann hinterher als korrumpierbar dastehen. Du bist ja später dann in der NPD auch ein Funktionär gewesen. Die NPD soll ja voll durchsetzt mit Geheimdienstmitarbeitern gewesen sein. Darum ist sogar dieses Verbotsverfahren gescheitert. Hast du da, wie soll man sagen, weiß die NPD, wer für wen arbeitet? Ist das also intern? Ich war nicht NPD-Funktionär. Zu dem Zeitpunkt, wo der Mann mich vom Amt damals angesprochen hat, war ich bereits aus der JN ausgetreten, nachdem es vorher ein Ausschlussverfahren gegen mich gegeben hat. Ich meine danach, nach der... Ich bin später nie in die NPD eingetreten. Ich war nie Funktionär, folglich logischerweise. Ohne Mitgliedschaft konnte ich auch kein Funktionär sein. Ich habe allerdings über ein paar Jahre hinweg mit der NPD sehr intensiv zusammengearbeitet, habe für die NPD auch mehr gemacht als die meisten ihrer Funktionäre und hatte teilweise einen besseren Einblick in NPD-Interna. Du warst in diesen freien Kameradschaften dann, ja. Richtig. Ich hatte teilweise einen besseren Einblick in NPD-Interna als viele NPD-Funktionäre. Da hat sich damals der Hamburger Landesvorsitzende Ulrich Harder so ein klein bisschen bei mir beschwert. Im Zuge eines Telefonats sagt er mir: "Min Jung, das fasziniert mich immer wieder. Du weißt über meine eigene Partei viel mehr als ich, der ich Landesvorsitzender bin und im Parteirat sitze." Aber diese V-Mann-Geschichten, muss ich ganz ehrlich sagen, da war wenig von bekannt. Teilweise ist das dann erst spät bekannt geworden. Beispielsweise, dass der Frenz jahrzehntelang für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Das war dem Parteivorstand schon bekannt, bevor es im Zuge des NPD-Verbotsverfahrens aufgeflogen ist öffentlich. Da liegt mir das Protokoll einer Sitzung des Bundesvorstandes der NPD vor, wo darüber entschieden wurde, dass Frenz den Antrag gestellt hatte, er wollte die goldene Ehrennadel der NPD verliehen bekommen. Und da hat dann Udo Vogt empört gegenüber dem Bundesvorstand gesagt, einem Mann, der über Jahrzehnte hinweg für das Amt Spitzeltätigkeit geleistet hat, dem kann man ja nun keine solche Auszeichnung verleihen. Wie ist das rausgekommen? Dass Frenz für das Amt arbeitet? Ja. Ich nehme an, durch ganz alte Verbindungen, weil Frenz' Zuträgerschaft datiert ja noch so aus der Zeit kurz nach der Gründung der NPD, genau wie die von Holtmann. Udo Holtmann hatte in den späten 60er Jahren, ich glaube so 1967, also ungefähr 3 Jahre nach Gründung der NPD, vom damaligen NPD-Parteivorsitzenden, tatsächlich ja sogar die parteiamtliche Genehmigung, als formaler V-Mann für das Amt tätig zu sein. Das heißt ja, dass sogar der erste wichtige Vorsitzende von Tadden für den britischen Geheimdienst gearbeitet hat? Ja, von Tadden soll für den britischen Geheimdienst gearbeitet haben. Da gibt es zwar keine Belege, aber das klingt relativ wahrscheinlich. Vor allen Dingen, wenn man sich das Profil von Tadden anschaut. Er war ja immer ein sehr anglophiler Mann, schon zu Kriegszeiten kann man sagen. Und auch eben in späteren Jahren, keine Frage. Der damalige Vorsitzende war... Na, das war nicht 67, sondern das war ein bisschen später. Da war von Tadden bereits zurückgetreten nach dieser erfolglosen Wahl 1969. Dann, das war Martin ich, Musknug, richtig. Und Musknug hat es auch nicht selber dem Holtmann schriftlich bestätigt, sondern er hat es über einen damaligen Parteianwalt machen lassen, der in seinem Schreiben aber ausdrücklich mitteilte, auf Veranlassung des Vorsitzenden Herrn Musknug teile ich ihn hiermit offiziell mit, dass seitens des Bundesvorstandes oder Bundesvorsitzenden der NPD keine Einwände dagegen bestehen, das und so weiter und so fort. Also die NPD hat diese Geheimdienstmitarbeiter im Prinzip gekannt und auch akzeptiert? Teilweise ja, teilweise nein. Das kann ich nicht beurteilen in allen Fällen. Ich kann einen Fall beurteilen des verstorbenen NPD-Funktionärs Dr. Günther Eisenegger. Habe ich nicht von ihm, aber aus einer glaubwürdigen weiteren Quelle. Und zwar gab es hier in Mecklenburg-Vorpommern einen V-Mann im Landesvorstand, einen gewissen Müller aus Stralsund. Nicht bitte verwechseln mit Axel Möller, dem Betreiber von Alter Media, sondern ich denke, dieser Müller ist auch der Grund, warum Möller damals aus der NPD ausgetreten ist und dann mit Alter Media sein eigenes Ding gemacht hat. Da ist nämlich Folgendes passiert. Dr. Eisenegger hatte ohne Wissen von Müller in Erfahrung gebracht, dass Müller für das Amt arbeitet, hatte seinen Bundesvorstand ohne Müller zusammengerufen und hatte den Landesvorständlern so sinngemäß gesagt: "Wir werden den Müller nicht auffliegen lassen. Wir füttern ihn bei Landesvorstandssitzungen nur mit Informationen, die irrelevant oder falsch sind. Wir machen danach ohne ihn und ohne dass er es merkt quasi unsere interne Sitzung und lassen ihn ansonsten so laufen nach dem Motto: der Teufel, den ich kenne."
Weil, wenn wir den Müller jetzt auffliegen lassen, dann wird das Amt mit Sicherheit versuchen, einen anderen anzuwerben, den wir nicht kennen und den wir folglich nicht mit falschen Informationen füttern können, den wir nicht quasi ohne sein Wissen und damit ohne Wissen des Amtes kontrollieren können. Von der operativen Seite her war das durchaus intelligent gedacht, das kann man nicht anders sagen. Ich sehe es allerdings von der ethischen Seite her als sehr problematisch, weil Dr. Eisenegger konnte über die V-Mann-Eigenschaft von Müller natürlich nur seinen Landesvorstand unterrichten und nicht die Basis. Und für die Basis bestand dann natürlich das Problem, dass da ein der Basis nicht bekannter V-Mann war, mit Wissen des restlichen Landesvorstandes. Und dass sie dem im guten Glauben vielleicht Dinge erzählt haben, die das Amt nicht unbedingt hätte wissen müssen, weil sie vielleicht von strafrechtlich relevant sind. Und da können dann unter Umständen ja sogar Schicksale, Berufsverbote, Strafverfahren, unter Umständen sogar Gefängnisstrafen und dergleichen dranhängen. Weil wenn das Amt von irgendwelchem Pipifax-Kram erfährt, dann gibt es das normalerweise nicht an die Polizei oder an die Staatsanwaltschaft weiter, weil sie ihre Quellen nicht verbrennen wollen. Wenn es aber eine richtig heiße Sache ist, beispielsweise ein geplanter Mord oder so, dann kann man davon ausgehen, dass das Amt das schon der Strafverfolgungsbehörde sagen wird. Weil wenn es auffliegt, das Amt wusste es und hat es nicht weitergegeben. Mitwisserschaft bei einem Kapitalverbrechen ist seinerseits eine strafbare Handlung. Und zwar eine mit schwerer Strafe bedrohte Handlung. Und da müssen Beamte natürlich vorsichtig sein. Da hängt ja schlussendlich auch ihr berufliches Schicksal dran. Wie ist denn die NSU-Affäre zu erklären? Da ist doch genau alles das passiert. Das weiß man ja leider nicht hundertprozentig genau. Es deutet sehr vieles darauf hin, dass alles das passiert ist. Dass das Amt durchaus eine Vorstellung hatte, was da lief. Dass das Amt dem nicht steuernd, also durch Auffliegen lassen der Zelle entgegengewirkt hat. Das weiß man alles nicht genau. Man kann es vermuten, aber nicht belegen. Es sind ja gerade in den letzten Tagen wieder weitere interessante Details ans Licht gekommen, beispielsweise, dass der Mundlos und auch die Frau Zschäpe für einen Vormann des Amtes beruflich tätig gewesen sein sollen, in dieser Abbruchfirma da in Sachsen. Der jetzt in Liechtenstein lebt. Genau, Marschner oder wie der gute Mann heißt. Und dass es möglicherweise sogar eine operative Verbindung gibt, wie die Medien enthüllt haben. Dass auf den Namen dieser Firma dann Leihwagen gemietet worden sind, die teilweise also mit hoher Kilometerleistung gelaufen sind. Und das mit der Kilometerleistung würde sich rechnerisch gerade ergeben, nach Nürnberg und zurück oder so in der Richtung, ein paar Kilometer mehr zusätzlich. Und das zu einem Zeitpunkt, wo in Nürnberg dieser eine angeblich oder tatsächlich NSU-Mord stattgefunden haben mag. Insofern könnte man unter Umständen sogar fast davon ausgehen, wenn das so war, dass eins von diesen Leihfahrzeugen benutzt worden ist. Wenn Marschner das gewusst hat, dann hätte Marschner selber Beihilfe geleistet. Und wenn Marschner Beihilfe geleistet hätte, wäre die nächste Frage, die man aufklären müsste, hat das Amt davon gewusst? Weil dann hätte das Amt Mitwisserschaft zur Beihilfe und natürlich auch zur eigenen Aktion, sprich zur eigenen Tötungsaktion gehabt. Ja, und dann könnte man nur sagen, also dann gehörten mindestens ein halbes Dutzend Leute vor Gericht und tatsächlich nicht mehr zu Bewährungsstrafen verurteilt, sondern tatsächlich eingeknastet. Und das kann aus staatspolitischer Raison die Bundesrepublik Deutschland sich einfach nicht leisten. Und das erklärt diese vielen verschwundenen Akten? Ja, natürlich. Pfusch. Ich erinnere mich an den schönen Spielfilm Die Nacht der Generäle mit Peter O'Toole. Ich weiß nicht, kennst du ihn? Nein, ich schaue sehr wenig Fernsehen. Schade. Da ist so eine Szene, das ist ein Kriminalpolizist, der gegen einen General ermittelt, der Morde begangen hat an Prostituierten. Und er ist ihm ganz dicht auf den Fersen, fast so weit, dass er ihn verhaften könnte. Da kommt die Invasion. Und dadurch fällt natürlich also erstmal alles durcheinander und der Mann hat die Möglichkeit, dann also Akten zu vernichten und so weiter und so fort. Und das ist eine wunderschöne Szene, wo dieser Polizist ankommt und die sind gerade in so einem besetzten französischen Schloss dabei. Sie füttern den Kamin mit Akten. Mit Akten, 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 Akten. Na ja gut, heute würde man was anderes füttern. Heute würde man vielleicht einen großen Magneten benutzen oder einen Schredder oder sonst was. Weil heute hat man ja diese elektronischen Datenträger. Heute braucht man ja nicht mehr tonnenweise Papier zu verbrennen.